Wir liegen auf dem Rücken und haben die Beine auf eine Stütze, zum Beispiel auf einen Stuhl oder auf eine große Rolle gelegt. Die Arme liegen zur Seite in einer angenehmen Stellung. Ganz tief einatmen, in den langen Rückenstreckern entspannen, lösen und nachgeben. Diese tiefe Atmung 3 oder 4 Mal wiederholen. In die langen Rückenstrecker hineindenken und in den langen Rückenstrecken immer wieder lösen, loslassen und nachgeben. Beim nächsten Ausatmen fangen wir an, in den Bauchmuskeln anzuspannen und lassen dann wieder frei. Wir geben nach und wir lösen. Diesen Spannungswechsel wiederholen wir mehrmals und beobachten ständig, wie fühlt es sich in dem unteren Rücken an? Wie reagieren die Muskeln? Arbeiten sie so, wie wir es gerne möchten? Oder müssen wir extra in die Bereiche hineindenken und sie zur Lockerung beeinflussen? Nachgeben, freigeben. Finde die Schlüsselwörter, die dir helfen, in der Muskulatur loszulassen. Erst wenn wir spüren, dass das Gefühl in der Muskulatur sich ändert und das Schmerzgefühl langsam zurückgeht, dann beugen wir vorsichtig ein Bein über den Körper. Wir greifen um das Kniegelenk und ziehen das Bein ganz eng zum Körper hin. Wir geben nach in dem unteren Rücken. Wir lösen in den Muskelpartien, die zurzeit schlecht arbeiten. Lass ruhig das Bein wieder zurück auf den Stuhl kommen und wechseln dann in angenehmen Rhythmen von der einen Seite zur anderen. Durchatmen und locker lassen. Die langen Rückenstrecker brauchen überhaupt keine aktive Arbeit zu leisten. Wir können hier weich werden und loslassen. Wir werden vom Boden getragen. Wenn wir nun ein paar gute Wechsel rechts und links gemacht haben, dann können wir die Bauchmuskeln extra einsetzen und fangen dann an, mit den beiden Beinen zu arbeiten. Das heißt, wir ziehen erst das eine Bein rüber, dann das nächste Bein, drücken die Lendenwirbelsäule fest auf den Boden und geben im unteren Rücken gut nach. Ganz ruhig die Beine wieder auf den Stuhl legen. Eines nach dem anderen zurückbringen. Einen Moment nachgeben und lösen. Eventuell mehrmals hintereinander wiederholen. Nun strecken wir das rechte Bein vorsichtig senkrecht nach oben. Wir strecken das Knie und spüren die Spannung und ziehen vorsichtig das Bein dichter zu uns und geben in der Dehnung an der hinteren Seite über das Gesäß nach. Langsam lösen wir, lockern wir und wenn wir spüren, dass das Dehnungsgefühl zurückgeglitten ist, dann legen wir das Bein wieder zurück auf unseren Stuhl. Wiederhole die Übung mit dem anderen Bein. Angenehme, gute Wechsel gestalten. Nachgeben und freigeben. Loslassen und lockern. Du solltest diese Übung mehrmals wiederholen, bis du das Gefühl bekommst, dass die Muskulatur wieder weich und natürlich arbeitet. Eine andere Möglichkeit ist, dass du ein Wärmekissen unter dem empfindlichen Bereich legst. Das ist angenehm und kann manchmal helfen, dass wir die Muskulatur besser entspannen können.